Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Metroid Prime 3 Corruption mit Chibi Let's Play und mit unserem Ziel vor Augen. Denn hinter diesem dunklen Tunnel verbirgt sich der Leviathan-Keim, zu dem wir uns zuletzt mit Hilfe der Marines gewaltsam durchgeschlagen haben. Und nun geben die Jungs uns Rückendeckung, damit wir mit Hilfe unseres Schiffchens noch das letzte Stückchen fliegen können. Direkt ins Wohnzimmer des nächsten Bosses. Also dann. Voller Schub. Und mit dieser wunderbaren Melodie genieße ich noch einmal den bläulichen Schimmer des Phason. Wahrscheinlich werden wir hier auch nur ganz kurz verweilen. Hier gibt es auch nichts Neues zu scannen. Dann hüpfe ich mal jetzt hier geschwind rüber. Ah, du bist neu. Haut des Tentakels ist äußerst robust. Scans weist eine innere Schwachstelle. Alternative Visual Point. Ach, huch, okay, geil. Ja, das ist ja praktisch. Und dann natürlich in Kombination mit dem Nova Beam kann das für ordentliche innere Verletzungen sorgen. Und da sind wir nun. Innerhalb dieser Öffnung befindet sich der Kern des Keims. Zu seinem Schutz ist er auf die Hilfe eines mit Fasern verseuchten Wesens angewiesen, welches wir nun kennenlernen werden. Wo ist es denn? Ah! Tja, wen hätten die Weltraumpiraten wohl sonst stationieren sollen, ne? Hi. Aha. So, darf ich vorstellen. Omega Ridley. Robuste Panzerhaut schützt den Körper. Teilt mit dem Maul Plasma-Attacken aus. Mittels Fasern wiederbelebt und fast vollständig regeneriert, hat Omega Ridley ein völlig neues Bedrohungspotenzial erreicht. Das Objekt ist weiterhin durch die durch Fasern verbesserte Panzerhaut geschützt. Hinzu kommt eine schützende Panzerplattierung. Dem Scan zufolge ist eine kürzliche Verletzung nicht verheilt. Diese Wunde ist freizulegen und anzugreifen, um die Kreatur nachhaltig zu verletzen. Es ist damit zu rechnen, dass Omega Ridley diese Schwachstelle zu schützen versucht. Es muss ein Weg gefunden werden, diesen Gegner zu betäuben und somit angreifbar zu machen. Ja, ich hoffe, das sagt sich nicht nur einfach so. Okay. Versuchen jetzt Maul zu schießen. Und nun? So. Okay. Ich würde sagen, das war für den Anfang nicht schlecht, wenn ich mir seine Energie ansehe. Jetzt muss ich natürlich nur noch das Maul treffen. Ich finde es interessant, dass Omega Ridley sich hauptsächlich auf allen Vieren fortbewegt, dass er nicht so ein
aufrechten Gang hat, oder so semi-aufrecht. Dadurch wirkt er schon wie so eine wilde Bestie. Coole Pose. Fossi-Panzer schützt die Herzregion. Panzerung ist undurchdringlich. Verbindungen scheinen aber recht instabil zu sein. Okay, dann bleibe ich mal bei der Strategie mit Betäuben und Panzer abreißen. Aber was hat das jetzt mit den Kugeln auf sich? Bäh. Okay, ein neuer Angriff. Ja, ist klar. Hauptsache, du hast Spaß, ne? Okay. Gut, dass er davon nicht betäubt wird, wenn er mit dem Kopf gegen die Wand donnert. Da kommt mein Beam nicht so ganz durch. Warte mal, es ist versiegt. Kann ich vielleicht so irgendwie was regeln? Naja, nee, nicht so ganz. Ja, ich sehe das Herz von ihm so, aber... Da muss ich irgendwie anders so ran. Okay. Das mit den Kugeln habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ah, so, okay. Und jetzt da erstmal die gelben Teile weg, ne? Ich habe mich schon gewundert, warum das mit dem Nunchuck nicht so schnell reagiert hat. Aber gut, der Tentakel an der Tür vorhin hat mir im Grunde schon verraten, wie es geht. Jetzt. So, der erste Verankerung ist kaputt. Nunchuck reagiert immer noch nicht. Also muss ich da erstmal weiter. Für Verwirrung sorgen. Betäubung, meinetwegen. Okay. Hat eine ordentliche Reichweite, der Kollege, ne? Jetzt wollte ich mal ganz frontal angehen, aber... Oh! Ja, gut. Komm schon, mach das Mäulchen auf. Ja, fein! So, ja, das sieht doch schon besser aus. Na, ich glaube, ich habe jetzt falsch getimt. So kann ich sein Herz jedenfalls nicht angreifen. Okay, Bombenhagel. Muss mit den Fasern echt aufpassen. Ursa. Ursa! Er fliegt jetzt von Loch zu Loch. Kann ich ihn nicht vielleicht doch so irgendwie durch Zufall treffen? Nee. Automatische Deaktivierung. Ja, okay. Panzerung wurde zerstört. Herzregion ist nun ungeschützt. Empfindlich gegen Fasernenergie. Also mein erster Gedanke war schon richtig. Ich muss nur irgendwie gucken, dass ich seine Brust besser anvisieren kann. Es wäre schön, wenn er hier landen würde. Ridley? Komm mal runter hier. Komm mal her.
kriegt ihn doch bestimmt wieder benommen irgendwie. Irgendwie, irgendwann. Ja. So. Die Faserninfektion wird immer schlimmer. Au. Aber immerhin haben wir nun Omega Ridley besiegt. Und das hier ist unser Preis. Der Hypergrapple, die letzte Fähigkeit. Erweiterung für den Anzug erhalten. Hypergrapple einsatzbereit. Mithilfe von Z lässt sich eine Verankerung erfassen und nutzen. Im Hypermodus? Ich meine, er ist jetzt auch nur begrenzt gefristet. Aber gut, jetzt wird erstmal präsentiert. Wie überhaupt? Ja gut, so können wir natürlich auch das Ganze mit Fasern überladen. Und dann bringen wir mal die Kristalle zum Platzen. Vielleicht kann ich so den Gegner auch Fasernenergie abziehen, damit der Modus länger bleibt. Naja. Guten Abend. Samus, you have successfully destroyed the last remaining seed as detected by our systems. The spread of Phazon corruption has been stopped. This is a great day for the Federation. Ja, jetzt hoffe ich nur noch, dass die Föderation auch an ein Gegenmittel gegen Phazon-Verseuchung arbeitet. Das wäre zumindest sehr schön. However, there is one more mission to complete. Skytown's Aurora Unit 217 reports that it has discovered the origin of the Leviathan attacks. It appears that this is where Dark Samus and her main pirate force are stationed. Destroying them will require a full-scale attack. Unfortunately, this location is so far away it cannot be reached by conventional space travel.
We must instead create a wormhole to reach it. The pirates have constructed a Leviathan battleship, which is in orbit around this planet. If we can board this battleship, we may be able to force it to open a wormhole. Large energy surges consistent with a warp device are traveling between the pirates' planet and the Leviathan battleship. It appears the pirates are using this warp device to link to the ship. We will upload the coordinates of this device to you now. Okay. Ah ja, beim letzten blauen Bereich auf diesem Planeten, den wir vorher noch nicht betreten konnten, weil ja hier da so in der Ecke so ein organisches Gemisch rum, ja, wie soll ich sagen, ja, den Weg blockiert hat zum zur Transitstation. Ich hatte mich schon gewundert, warum ich die nicht kaputt machen kann. Klar, damit ich nicht aus Versehen hier lande. Gut. Das riecht für mich aber so ein bisschen nach Finale, würde ich sagen. Also, ich persönlich wäre eher dafür, dass wir uns erstmal anderweitig umsehen. Weil ich halt noch gerne hier bei der Valhalla noch schauen möchte, was wir hier noch für Daten abgreifen können. Von daher kann ich jetzt vielleicht endlich mal das tun, was ich eigentlich schon lange vorhatte. Hangarbucht, jawohl. Okay, das ist der Punkt. Da möchte ich gerne landen. Da immerhin irgendwo noch im Verborgenen die letzten Energiezellen sind. Oh, was sind das? Sind das mehrere? Die von der Hangarbucht, vom Hangar selbst, die habe ich ja doch mitgenommen. Ich schaue gerade bei meinen Notizen, da habe ich geschrieben, Brio, verborgene Brenngel-Pumpstation. Ja, vielleicht kann ich gleich nochmal in die Datenbank reinschauen, ob es jetzt wirklich nur noch eine Energiezelle ist, die uns fehlt. Wir haben ja später bei der Piraten-Heimatwelt immerhin auch noch ein paar gefunden, glücklicherweise. Inventar wahrscheinlich, ne? Und sowieso, hä? Energiezellen. Zwei fehlen uns noch. Also bei der 4. Verborgene Brenngel-Pumpstation. Wieso habe ich hiervon keinen Eintrag? Warte mal. Geborgen. Ja toll. Steht noch nicht mal wo. Geborgen. Generators von Norion, ja. Forschungsanlage, ja. Geborgen. Himmelsstadt. Geborgen. Ich meine, ich hatte irgendwas auch mal von Hangar gelesen, aber die hatten wir ja halt, wie gesagt. Da. Brio Hangar. Die haben wir aber. Zwei fehlen uns noch. Jetzt bin ich noch verwundert, warum mir Nummer 8 fehlt. Klar, die kann natürlich auch in dem blauen Bereich auf dem Piratenplaneten sein. Aber was mich sowieso schon die ganze Zeit gejuckt hat, war diese Tür hier, die ich noch nie zuvor betreten habe. Auf der Minimap sieht man auch, da entsteht jetzt erstmal noch so ein bisschen was. Da werden die Einträge jetzt erst hinzugefügt. Wobei mir der Aufbau von diesem Raum schon ein bisschen recycelt vorkommt. Als ob wir hier schon gewesen wären. Aber gut.
Es wird auf jeden Fall eifrig geladen. Es wird sehr eifrig geladen. So. Oh, ich sehe schon einen Golem. Ja, hinten ist sogar noch einer. Was haben wir denn da? Eine Sperrklammer. Überladung könnte... Das Ganze aufheben. Hohe Temperatur wahrscheinlich. Jawohl, auf Hitze basierend. Das sah schon so aus. Okay, haben wir das schon mal. Was haben wir hier? Tür ist verriegelt. Anfällig auf hohe Temperaturen. Okay, wer böllert da auf mich? Ach, da hinten. Der ist ja auch blau. Fargul-Brüter kann Missiles blockieren. Maul empfindlich gegen Attacken. Dann treffen wir ja noch eine neue Lebensform. Ja, schön. Im Inneren des Fargul-Brüters befinden sich ein organischer Verbund, der sich nur bekämpfen lässt, wenn er offen liegt. Fargul-Brüter können binnen kürzester Zeit Dutzende Sprösslinge produzieren. Diese Jungen schwärmen sofort jedem Angreifer in unmittelbarer Nähe entgegen. Ihre harte Außenhaut ist extrem robust und widersteht den meisten Waffenarten. Ah, nett, nett. Was haben wir hier Schönes? Schienensystem verbunden. Energiespeisung. Na gut, das war ja hier auch gewollt, also... Machen wir das erstmal. Da haben wir noch eine Bombenmulde freigelegt. Hier haben wir noch eine Tür, die ich gerne noch... also gerade eine Tafel, die ich gerne noch freilegen möchte, aber der Typ hier nervt mich gerade so ein bisschen. Vor allem, wenn das hier eine Magnetschiene ist, dann möchte ich nicht von so einem Wurm angegriffen werden. Beziehungsweise von seinen Sprösslingen. So, ich komm dir mal rüber, ne? Hey. Ach, schade, ich wollte ihn eigentlich mit der Screw Attack auch noch irgendwie killen. Na komm, mach's Maul auf. Hast du was zu sagen? Hä? Hast du was zu sagen? Hey. Hallo? Er steht in Flammen, aber es juckt ihn nicht, ne? Okay, so kriege ich den nicht. Ein bisschen gemein, das Vieh. Okay. Zwei Charge Beams locker ausgehalten. Kein Problem. Kriege ich dich überhaupt besiegt? So, jetzt aber. Meine Güte. Ja. Was haben wir hier Schönes? Auf Kälte basierende Waffentechnik. Okay, es wird wirklich alles hier gefordert. Oh! Interessant. Und ich würde sagen, ich aktiviere erstmal die Golems nach und nach. Okay. Interessant. Kommen wir dann weiter. Ich fand es gerade sehr süß, wie der Schweif vom Golem gewackelt hat. Hä? We have received new data from AU-217. A planet was detected at the epicenter from where the Leviathan telemetry originated. We have named this planet Phase. Ja, davon haben wir ja schon gelesen. Das ist dann unser letztes Ziel, würde ich mal sagen, ne? Da wird wahrscheinlich der finale Bosskampf sein. Ah ja, der brennende Atem des Golem öffnet uns die Tür. Ja, dann, ne.
Interessant, jetzt haben wir zwei Wege zur Auswahl. Und eine magnetische Schiene, die uns zu diesem Missile-Container bringt. Alles klar. Das würde ich auch gerne nochmal schnell versuchen, da hochzukommen. Mal eben schnell haben wir auch noch eine weitere Tafel zu entziffern. So. Golem wurde bereits gebraucht und bleibt außer Betrieb. Okay. So, das ist jetzt offengelegt. Bryonische Daten entziffert. Sieg. Wir, die Herren der Lehren, machten uns des Missbrauchs unseres Wissens schuldig. Die Verwüstung des Krieges beraubten uns der knappen Mittel, die zum Antrieb der Kriegsmaschinerie nötig waren. Ohne unsere Maschinen hatten wir den Armeen der Primären nichts entgegenzusetzen, und so überrannten sie Eklaven vieler Lehrmeister. Die wenigen, die verblieben, flüchteten sich an finstere Orte, verseuchten Ödlandes, das selbst die tapfersten Krieger der Primären nicht gewagt hätten zu betreten. Jeder Funke von Freude über den Sieg wurde im Keim erstickt und von der düsteren Wirklichkeit, welcher die Einwohner von Brio sich gegenüber sahen. Brio, ihre Wiege, ihre geheiligte Heimat, war vom Tode gezeichnet. Das bringt der Krieg leider mit sich. Gier bleibt dauerhaft gefroren. Eisgebilde erlaubt sichere Begehung. Jetzt möchte ich mal kurz auf der Map gucken. Verborgener Innenhof. Verborgen? Moment, das war doch das Stichwort, ne? Verborgene Brenngel-Pumpstation. Allerdings haben wir hier auch noch wieder eine Tür. Wenn ich den Weg nehme, dann bin ich dann da. Und das führt mich dann zum Hof. Südlicher Hofplatz. Ach, ich erinnere mich, da war doch hier das Satellitendingsbums, wo ich ja versucht habe, da hochzuspringen. Es aber damals halt noch nicht konnte mit den Fähigkeiten, die ich damals besaß. Das ist ja alles gut und schön. Das Problem ist nur, die Zeit spricht leider dagegen, dass ich jetzt hier weiter rumeiere. Ich würde zumal auch ganz gerne unseren Fortbestand jetzt auch mit dem Sieg über Omega Ridley speichern. Und dann machen wir im nächsten Part einfach weiter. Dann gucken wir, dass wir da die letzten Geheimnisse dieses Planeten noch lüften können. Und ja, wie gesagt, ich überlege noch, ob wir die anderen Planeten auch nochmal erkunden sollten. Ich guck mal kurz auf eine Datenbank. Was haben wir denn da noch so Schönes? Nee, warte. Nee, hier war das, ne? Berichte und Überlieferung. Wir haben von den Weltraumpiraten 10 von 12, wobei ich mir vorstellen kann, dass bei der Valhalla noch welche sind. Himmelstadt habe ich auch noch nicht alles gefunden. Ich meine, es muss ja kein 100% ran sein, zwangsläufig, aber es steht mir im Grunde ja noch frei. Darf ich mal kurz gucken? Das Leuchten wird immer schlimmer bei ihr. Die Faserninfektion wird wirklich immer fieser. Ich speichere mal und gehe an Bord. Es gab da irgendwo eine Schalltafel da im Schiff, im Cockpit, wo wir auch nochmal den Zustand von Samus lesen konnten. Das lässt mir sonst keine Ruhe. War das hier? War das das Ding da? Der Knopf? Na, sieht schon danach aus. Na.
Jo. Ach komm. Man muss auch 100%ig still bleiben bei. Biogefahr-Auswertung. Status verseucht, ja. 75%. Jeder Bossgegner hat uns also 25% Verseuchung verschafft. Ja, danke. Und wir haben noch ein bisschen was vor uns, ne? Haben wir hier nicht auch noch irgendwo eine Statistikplatte? Eine Tafel, wollte ich sagen. Besuchte Räume 87. Okay. Interessant. Gut, ja, mit diesem Wissen würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter, meine Lieben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Danke für eure Geduld mit mir und bis bald. Chibi-chi.